Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen LEDvents Online-Seminar zum Thema LED-Röhre, umrüsten aber richtig. Mein Name ist Katja Wie, ich bin im Haus LEDvents verantwortlich für das Training in der Dachregion und werde Sie heute durch das Online-Seminar auch begleiten. Zunächst, es freut uns, dass Sie heute mit dabei sind, wenn wir über ein doch recht wichtiges Thema einfach auch mal sprechen wollen, das immer wieder kontrovers auch mal diskutiert wird, aber bei zukunftsfähigen LED-Lösungen nicht mehr wegzudenken ist. Und zwar wollen wir heute über die Konversion sprechen und dieses Thema mal in den Fokus rücken. Also wollen wir eben mal ins Detail reingehen, mal zu schauen, worum geht es denn jetzt bei der Umrüstung oder eben auch bei der Umvertratung. Und ja, hierzu bestehen natürlich auch verschiedene Sichtweisen. Und oftmals herrschen hier eben dann auch mal Meinungen, dass eine Umvertratung eben vielleicht keine adäquate Lösung sein könnte. Zum Beispiel, weil Hemmungen wegen der Zertifizierung bestehen. Oder weil man möglicherweise gehört hat, es könnten Probleme wegen der Haftung oder dem Versicherungsschutz vielleicht auch auftreten. Und genau dieses Thema wollen wir heute einmal aufgreifen. Einerseits natürlich über die Installation sprechen, aber eben auch aufzeigen, dass eine Konversion eine sinnvolle und auch vor allen Dingen sichere LED-Lösung sein kann. Und hierfür stehen heute an meiner virtuellen Seite die LEDvents Produktmanagerin Diana Teutsdorf. Hallo zusammen. Und der LED-Applikationsingenieur Martin Riedel. Wunderschönen guten Morgen. Wunderbar. Schön, dass ihr beide heute auch mit dabei seid. Und bevor wir jetzt dann auch gleich loslegen, noch ein paar organisatorische Punkte. Dieses Online-Seminar wird aufgezeichnet und steht Ihnen gemeinsam mit den Unterlagen im LEDvents Training Center später dann auch zur Verfügung. Hierzu erhalten Sie alle im Nachgang dann auch noch eine E-Mail. Und während dem Seminar zögern Sie bitte nicht in den Dialog mit uns zu treten. Sie haben alle jederzeit die Möglichkeit, Ihre Themen oder auch Fragen mit uns zu teilen. Und hierfür haben wir dann auch unsere Chatbox. Und ja, für eine tadellose Übertragungsperformance werden wir jetzt dann auch gleich unsere Kameras für die Präsentation ausschalten. Also bitte an der Stelle nicht wundern. Gut, dann übergebe ich dann mal das Wort an Diana Teutsdorf und wir hören uns später wieder. Ja, vielen lieben Dank, Katja. So, dann schauen wir uns mal, was wir uns heute anschauen. So, wir wollen uns heute mit folgendem Thema beschäftigen, und zwar mit der Konversion von LED-Röhren, den Einbau und den Ersatz für Leuchtstoffröhren. Jetzt schauen wir uns erstmal an, welche Ersatzmöglichkeiten gibt es denn generell? Also welche Möglichkeiten haben wir denn, Leuchtstoffröhren zu ersetzen? Wir gucken uns dann auch die Installation von LED-Röhren ein. Hier tun wir auch mal die Kompatibilität bei Retrofit schnell aufnehmen, weil auch das ist ja immer wieder eine Alternative. Und dann gehen wir ganz tief nochmal in die Konversion ein, um einfach hier einfach mal aufzuklären und die Möglichkeiten und die Vor- und natürlich vielleicht auch die Bedenken, also die Vorteile da herauszustellen und die Bedenken hoffentlich etwas auszulöschen. Gut, mal schauen, hier geht's weiter. So, Wechsel auf LED. Ja, das Ende der Leuchtstoffröhre ist wirklich eingeleitet. Es gibt natürlich erstmal, wie schon seit langem bekannt, die SLR-Richtlinie, die eben von der EU gefordert wird, dass wir einfach den Schritt in eine klimafreundliche Zukunft gehen. Das heißt, wir müssen Energie einsparen. Und heutzutage ist es wahnsinnig präsent. Ich meine, wir haben eine riesige Energiekrise. Wir wissen alle, woher sie kommt. Auch hier umso wichtiger, wir müssen Energie sparen. Und dieses wird erstmal natürlich auch durch die SLR geregelt. Zusätzlich zu dieser SLR kam ja nochmal ein Update auch von der EOHS-Richtlinie, von der 2011/65-EU-Richtlinie dazu, wo deutlich jetzt auch alle Lampen oder ein paar Ausnahmen bestehen natürlich, aber die meisten Lampen eben mit Quecksilbergehalt verboten werden. Und dazu gehört eben auch die T5 und T8 Leuchtstofflampe, die ab dem 24. August 2023 nicht mehr in Verkehr gebracht werden darf. Ja? Zusätzlich, nur zur Info, auch die Kompaktleuchtstofflampe mit Stecksockel, also die CFLNI-Lampen, werden ebenfalls verboten, und zwar ab dem 24. Februar 2023. Somit ist wirklich Zeit für den Wechsel. Wir müssen wechseln, und wie wir wechseln, da gibt es natürlich viele Möglichkeiten oder Sie haben Möglichkeiten, wie Sie diesen Wechsel durchführen können. Und zwar einmal gibt es 4 Optionen, die Sie haben. Natürlich können Sie sagen,
Ich mache alles raus, ich reiße die gesamte Anlage raus, das ist sowieso total veraltet. Keine Ahnung, die Kontakte sind nicht mehr in Ordnung, die Drähte sind morsch, die Isolierungen bröckeln ab. Sie sagen, das bringt einfach nichts, also möchte ich ein neues Leuchtenkonzept, ich möchte vielleicht noch ein bisschen Lichtsteuerung drin haben und. Dann können Sie natürlich alles rausreißen und eben mit einer neuen LED-Leuchte Ihre Beleuchtungsobjekt eben ausstatten. Oder Sie sagen, ja, mache ich auch, aber ich möchte auf jeden Fall die Circular Economic Topic, also diese austauschbare Lichtquellenthematik im Fokus haben, um einfach auch langfristig hier nochmal Möglichkeiten zu haben, anzupassen und auszutauschen. Dann können Sie natürlich auch eine neue Installation machen, allerdings dann mit austauschbaren Lichtquellen und hier sozusagen auch sich viele Möglichkeiten offen halten. Dann gibt es die Möglichkeit, dass Sie sagen, ja, ich habe aber gar keine Wahl, weil dieses Gebäude ist irgendwie architektonisch geschützt, der Designer hat ein Leuchtenkonzept oder ich muss die bestehende Leuchte behalten oder ich möchte sie behalten, weil ich dadurch einfach Unmengen von Abfall vermeiden lasse, die ich sonst müsste ich ja alles wegwerfen und alles wieder neu machen und auch hier die Verdrahtung nicht ändern möchte. Also, und Sie möchten einfach eine schnelle Lösung haben. Dann können Sie das eben mit der Nachrüstung mit LED-Röhren machen. Und wenn Sie sagen, Sie behalten alles bei, also Sie lassen alles drinnen, auch das Betriebsgerät, dann reden wir hier von einem Retrofit, ja, also eine Retrofit-Nachrüstung, dann können Sie diese Version wählen. Wenn Sie jetzt aber auch das gleiche Thema haben, das heißt, Sie möchten auch Ihre Leuchten behalten, möchten Abfall vermeiden, aus anderen diversen Gründen, wollen aber kein Retrofit machen, weil sie noch energieeffizienter sein wollen oder sie vielleicht auch Probleme haben mit dem Retrofit, weil auch der Retrofit, besonders bei EVG-Leuchten, einfach eine gewisse Abklärung der Kompatibilität erfordert. Sie auch hier auch ein Problem bekommen, dann können Sie natürlich auch die Leuchten umrüsten. Und das ist also jetzt halt diese Konversion. Das heißt, Sie machen eine technische Veränderung der Leuchte, Sie machen eine Neuverdrahtung in der Leuchte. Diese vier Möglichkeiten haben Sie. Ja, und die schauen wir uns jetzt einfach mal an. Beginnen wir mit T5 LED-Röhren. Also T5 LED-Röhren, momentan, die auf dem Markt sind, sind natürlich nur mit einem EVG betrieben. Wir haben hier kein KVG. Und Sie haben folgende Möglichkeit, wenn Sie eben eine Leuchte mit einem eingebauten EVG haben, dann können Sie entweder eine Retrofit-Version machen. Das funktioniert aber dann auch nur, wenn das verbaute EVG in dieser Leuchte kompatibel zu unserer T5 oder zu der verbauten T5-Type ist. Diese EVG-Version heißen bei uns Substitute HF, High Frequency. Wenn das möglich ist, können Sie das tun. Also einfach wird die alte, traditionelle Fluoreszenzlampe rausgeschraubt und Sie setzen zu dem kompatiblen EVG unsere Retrofit-Substitute T5 HF. Vorteile von dieser sehr, sehr einfachen Austausch sind, dass Sie natürlich minimalen Installationsaufwand haben. Das heißt, das ist wie ein Lampentausch, nichts anderes. Sie müssen auch keine Kosten haben, um irgendwas umzubauen. Also sehr, sehr günstig und schnell. Aber Nachteil ist natürlich, Sie müssen die Kompatibilität prüfen. Und es funktioniert nur, wenn die Kompatibilität eben eindeutig von uns sozusagen gewährleistet wurde. Oder auch in den Kompatibilitätslisten können Sie nachschauen, kompatibel ja oder nein. Dann können Sie das tun. Wenn Sie jetzt rausfinden, dass Sie eine Leuchte haben, wo eben ein nicht kompatibles EVG drin ist bei T5, dann sind Sie schon am Ende, weil dann haben Sie gar keine andere Möglichkeit, außer wenn Sie T5 weiter verbauen wollen, dass Sie eben umrüsten, also eine Konversion machen, eine Umverdrahtung. Ja, hier wird, wie gesagt, wirklich das Betriebsgerät entnommen und die T5 LED-Tube wird direkt an Strom gesetzt. Ja? Das ist unsere T5 AC Mains-Typen. Was sind jetzt hier die Vorteile der Konversion? Ja? Natürlich, wie gesagt, Sie haben keine Kompatibilitätsprobleme mehr, weil Sie haben ja kein Vorschaltgerät mehr drinnen, also kein EVG mehr drin. Somit erledigt sich auch die Kompatibilitätsprobleme. Sie haben überhaupt keine Verluste, weil das EVG ja auch nicht mehr da ist. Das heißt, Sie haben eine höchste Effizienz und bei der Kombination zwischen EVG und LED-Tubes können schon einige Verluste so bis zu 10 Watt auftreten, wenn es ganz bös läuft. Also da ist wirklich eine effiziente Lösung möglich. Ja? Und natürlich, Sie müssen auch den Treiber und diese ganze Thematik nicht mehr warten. Das sind also wirklich Vorteile. Der Nachteil bei der Konversion ist natürlich, müssen Sie diese Leuchte von der Decke nehmen. Sie müssen das wirklich umverdrahten. Ja? Das ist natürlich ein Aufwand, das kostet natürlich. Vielleicht benötigen Sie noch zusätzliches Material wie Klemmen oder sonstiges.
Und ja, durch eine Konversion werden Sie sozusagen der neue Hersteller der Leuchte und Sie müssen die CE-Erklärung sozusagen wieder anfordern. Aber darauf kommen wir später nochmal. Bei T8 schaut das Feld jetzt ein bisschen komplexer aus. Liegt einfach daran, dass natürlich bei T8 gibt es natürlich auch EVGs, genauso wie bei T5, aber wir haben auch VVG und KVG mit Starter auf dem Markt. Und jetzt hier sieht man das ganz deutlich. Also Sie können natürlich, wenn Sie eine T8-Leuchte haben und drinnen ist ein KVG oder ein VVG, dann können Sie natürlich ein Retrofit machen. Das ist relativ einfach. Da gibt es auch überhaupt keine Probleme. Da können Sie unsere T8IM, also Elektromagnetik, oder auch unsere Universal, das ist eine Type, die kann alles. Also sie kann Elektromagnetik, sie kann High Frequency, also EVG, und sie kann auch an Mains betrieben werden, können Sie dafür benutzen und haben eben genauso wie bei der T5 keine Installationsaufwand und keine Kosten. Jetzt kann es sein, dass Sie sagen, naja, es ist ein KVG drinnen, aber ich habe da gar keine Lust mehr drauf, das ist mir alles zu alt, ich möchte die Wartung da gar nicht garantieren. Dann können Sie natürlich auch eine KVG umrüsten zu einer Konversion. Also Sie können das KVG auch rausbauen und dementsprechend dann die LED-Tube auf eine Spannung setzen. Auf der anderen Seite kommt die gleiche Thematik wie bei T5. Sie haben ein EVG drinnen. Hier ist jetzt wieder die Hauptfrage, ist dieses EVG kompatibel, ja oder nein? Wenn es kompatibel ist, dann können Sie wieder unsere T8HF, also High Frequency, oder Universal, wie gesagt, diese All-for-One-Tube verbauen mit einem einfachen Retrofit. Oder Sie gehen eben auch wieder die Konversionslösung bei einer Nicht-Kompatibilität oder wenn Sie etwas sagen, nee, also ich möchte es gar nicht mehr drin haben, diese alten Sachen. Ich möchte einfach ganz sicher sein, dass ich jetzt ein hocheffizientes System habe, wo die Wartung einfach auch nicht mehr notwendig ist. Ja, und jetzt, um herauszufinden, was Sie denn da überhaupt in Ihrer Leuchte haben, wenn Sie mal auf die Decke schauen, um einen Schnelltest zu machen, um was muss ich mich denn jetzt hier kümmern? Habe ich eine KVG oder eine EVG-Leuchte? Gibt es einen ganz einfachen Test und den zeigen wir Ihnen jetzt mal per Video. Wenn Sie sich unsicher sind, ob in Ihrem Projekt KVG oder EVG betriebene Leuchten verbaut sind, haben wir hier zwei ganz einfache Tipps für Sie, wie Sie das herausfinden können. Sollten die traditionellen Leuchtstofflampen in Ihrem Projekt noch funktionieren, dann nehmen Sie einfach Ihre Handykamera, halten diese vor die Leuchtstofflampe und wie Sie hier sehen, ist ein starkes Flackern zu erkennen. Das heißt, es handelt sich um eine KVG betriebene Leuchte. Im Falle einer EVG-betriebenen Leuchte sehen Sie kein Flackern. Ganz easy, oder? Eine zweite Möglichkeit, sollten die Leuchtstofflampen in Ihrem Projekt vielleicht schon ausgefallen sein, ist zu schauen, ob die Leuchte einen Starter hat. Dazu müssen wir die Leuchtstofflampe ausbauen. Und wir schauen in die Leuchte hinein und sehen, da ist ein Starter verbaut, das heißt, es handelt sich um eine KVG-betriebene Leuchte. Im Falle einer EVG-betriebenen Leuchte werden Sie keinen Starter und auch keine Starterfassung finden. Auch einfach, oder? Ja. Genau, also sehr einfach, auch vom Boden schon herauszufinden, welche Applikation habe ich denn hier, was sind denn hier für Leuchten verbaut, einfach mal das Mobiltelefon zücken und schauen. Man sieht einfach dieses 100 Hertz flimmern, somit eindeutig ersichtbar, ob man jetzt eine KVG oder EVG Applikation hat. Ja, jetzt schauen wir uns ganz schnell noch das Retrofit-Thematik ein. Also wenn Sie jetzt sagen wir mal, Sie möchten ein Retrofit machen, das schauen wir uns ganz kurz nochmal an, von einer T8 KVG oder VVG-Leuchte, dann ist es so, dass mit einem Retrofit eben Sie keine bauliche Veränderung machen. Das heißt, dieses Ein- und Ausschrauben der Leuchte oder der Lampe, also der Fluoreszentlampe und auch das Eindrehen des Starters ist keine bauliche Veränderung der Leuchte. Somit bleibt auch das CE eben erhalten. Also Sie haben hier keine Änderung.
Wie funktioniert das Ganze? Im Endeffekt sehr, sehr einfach. Sie müssen natürlich Strom freischalten. Bitte überprüfen Sie dann erstmal, ist der Gesamtzustand der Leuchte in Ordnung? Also gibt es hier irgendwelche Probleme mit Abisolierungen oder Sonstiges? Das sollte immer klar, immer vorher gemacht werden. Ist aber alles in Ordnung, dann schrauben Sie einfach jetzt die konventionelle Lampe raus und tauschen den Starter. Ganz wichtig, Sie müssen den Starter tauschen. Wenn Sie den Starter nämlich nur rausschrauben, ist kein Licht. Wenn Sie vergessen, den Starter rauszuschrauben, dann haben Sie nach ein Blinken, weil natürlich immer wieder das sich auflädt, dann geht es zu, dann blinkt die Lampe. Also wenn es blinkt, einfach wieder hin, Starter bitte rausnehmen, den alten, den traditionellen, und dann bitte wieder den LED-Starter reingeben. Der LED-Starter liegt bei uns immer bei den KVG-tauglichen LED-Tubes bei, also bei der EM und Universal. Und hier ist auch bitte ganz wichtig, nehmen Sie den Starter her, der beiliegt. Nehmen Sie nicht irgendeinen, den Sie irgendwo finden oder sagen, ach, da habe ich noch einen. Nein, nehmen Sie bitte den Starter, der eben bei der gekauften Lampe eben dabei ist. Genau, wenn Sie jetzt den Starter so getauscht haben, dann setzen Sie dann einfach die LED-Tube hinein, also die LED-Röhre hinein, drehen Sie ein und dann funktioniert da auch alles wieder. Wenn Sie jetzt eine EVG-Lösung haben und Sie machen jetzt einen Retrofit mit EVG, da habe ich Ihnen schon gesagt, das sind unsere Universal und unsere HF-Typen haben wir in T5, HF und T8 und Universal haben wir nur in T8. Die eignen sich eben für einen Retrofit für EVG-Leuchten. Aber hier das Allerwichtigste und ohne dem geht es leider nicht. Sie müssen vorab klären, ist mein EVG, was in meiner Leuchte vorhanden ist, kompatibel oder nicht? Und besonders, wenn Sie Anlagen haben, wo einfach viele Lampen vorhanden sind, schauen Sie nach, wie viele unterschiedliche EVGs dort sind. Es passiert immer wieder, dass irgendwas ausfällt, irgendjemand rüstet nach, man weiß dann gar nicht mehr, was alles drin ist. Also hier bitte überprüfen Sie das, das ist wichtig. Und bevor Sie anfangen, die Ware zu bestellen, schauen Sie nach, ist es kompatibel oder nicht. Ich zeige Ihnen auch gleich, wie Sie das machen können, wo Sie nachschauen können. Wenn es kompatibel ist, dann ist es genauso einfach, sogar noch einfach wie bei der KVG-Leuchte, einfach Strom aus, traditionelle Lampe raus, die LED-Lampe hinein und dann funktioniert das Ganze. Ja, Kompatibilität, wirklich ein Thema. Deswegen möchte ich Ihnen das nochmal zeigen. Wir haben ganz viele Messungen gemacht für Sie und auch alle bei einer Ambient-Temperatur, also einer Umgebungstemperatur von 50 Grad. Wir messen extra bei hohen Temperaturen, ob eine Kompatibilität zu einem EVG möglich ist oder nicht, weil wir einfach applikationsgetreu sein möchten. Ja, wir wissen nicht, bauen Sie die Tube in eine geschlossene Leuchte oder hat die Tube im Sommer eine extreme Hitzeeinstrahlung durch, weil es direkt am Fenster ist oder eine Stauwärme. Also wir messen unsere ganzen Kompatibilitäten immer bei der maximalen Umgebungstemperatur, die für diese LED-Röhre eben spezifiziert ist. Und dann machen wir Listen oder wir haben, also die Sie zum Beispiel über einen QR-Code auf der Verpackung oder auch natürlich in unserem gesamten Download auf der Webseite einsehen können. Da können Sie raufgehen und sehen Sie, aha, ist das Produkt kompatibel, ja oder nein. Und wir haben auch eine Web-App, die heißt TubeFinder. Da können Sie das dann auch online eben einfach durch Eintippen im Mobile Phone oder in Ihrem Laptop schauen, ist das vorhandene EVG, was ich jetzt hier habe, kompatibel oder nicht. Genau, wenn Sie ein EVG benutzen, was nicht kompatibel ist, dann verlischt jede Gewährleistung oder Garantie unserer Seite für diese Applikation, weil das halt wirklich ein wichtiges Thema ist. Es kann nicht dazu kommen, dass natürlich kein Licht kommt, es kommt ein Flackern, reduzierte Lebensdauer. Also da können Sachen passieren, die sind einfach, die will keiner haben, die machen nur Ärger. Also bitte wirklich vorab testen, schauen und dann sicher sein und dann erst auf eine HF- oder Universal-Type wechseln. Wenn man sich jetzt anschaut, was bei der Kompatibilität noch wichtig ist, ist, es ist leider nicht alleine aussagekräftig, ob der Name, also der Brand und der Typenname des EVGs in der Liste steht. Es ist leider auch notwendig, dass Sie überprüfen, ob die Referenznummer die gleiche ist. Eine Referenznummer steht meistens, oder eigentlich fast immer, außer das EVG ist sehr, sehr alt, da muss man schauen, auch auf dem EVG drauf. Und hier müssen Sie wirklich nachgucken nach dem Namen,
Es brennt den Produktnamen und der Referenznummer. Es passiert teilweise, dass innerhalb von irgendwelchen Entwicklungsschritten über die Jahre vielleicht irgendwelche Cost-Cuts gefahren werden, also heißt irgendwelche Kostenreduzierungen von Herstellern. Die wechseln dann vielleicht nur eine Diode aus und das reicht dann schon vollkommen aus, dass teilweise Kompatibilitäten nicht mehr bestehen. Also es ist wirklich ein bisschen heikel, aber managebar. Man muss einfach schauen, passt diese Referenznummer ja oder nein. Ja, wenn Sie den haben, dann, wie gesagt, können Sie gucken, entweder auf unseren Download-Sleeves, Seiten, oder Sie schauen halt unter der Web-App und bekommen dann sozusagen ein Ergebnis, wie man hier bei Step 3 sieht, entweder kompatibel, ja oder nein. So, wenn das Produkt jetzt, also wenn Ihr EVG jetzt nicht auf dieser Liste steht, weil, wie gesagt, wir können auch nicht alle messen, wir versuchen natürlich wahnsinnig breit abzudecken, aber alle können wir nicht messen, dann bitte kontaktieren Sie auf jeden Fall Ihren zuständigen LEDVANCE-Ansprechpartner. Wir haben Möglichkeiten, diese Kompatibilitäten auch zu vermessen. Also dann können Sie uns sozusagen EVG zur Verfügung stellen und wir können für Sie die Kompatibilität messen. Oder wenn Sie jetzt hier wirklich einen Rot haben, also das Ding ist nicht kompatibel, Sie haben also keine Chance, mit Ihrem verbauten EVG die Applikation zu oder diese Anwendung zu realisieren, dann bleibt Ihnen halt immer noch die Möglichkeit, dass Sie entweder ein kompatibles EVG zukaufen, was natürlich nicht schön ist, aber vielleicht mal, wenn es von 100 Leuchten eine ist, durchaus sinnvoll. Oder Sie wechseln eben auf eine Konversion. Und die schauen wir uns jetzt auch an. Moment. Genau. So, jetzt kommen wir zur Konversion. Also, die Konversion. Wie gesagt, die Konversion ist eine Umverdrahtung der Leuchte. Sie greifen bewusst in die Elektronik hinein. Somit, das eins, was wirklich wichtig ist, darf diese Konversion wirklich nur durch einen Elektrofachmann oder Fachfrau durchgeführt werden. Das darf also nicht von einem Laien gemacht werden. Ein Retrofit kann auch vom Hausmeister getauscht werden, aber eine Konversion eben nicht. Das muss wirklich eine Elektrofachfrau oder Fachmann machen. Durch diesen Eingriff in den elektrischen Aufbau der Leuchte verliert die Leuchte danach natürlich das CE, weil sie haben da was geändert und der Installateur wird sozusagen zum Hersteller. Aber jetzt schauen wir uns erstmal an, wie wir denn so eine Konversion überhaupt machen. Im Endeffekt läuft es so hinaus, auch wieder hier natürlich Strom aus, alte Röhre hinausnehmen, die traditionelle, also die traditionelle Fluoreszentlampe, Leuchtstofflampe, dann das EVG oder KVG abklemmen, je nachdem, was Sie eben verbaut haben. Wenn Sie jetzt eine KVG-Leuchte haben, dann können Sie den Starter einsetzen, und zwar diesen LED-Starter, der dabei ist, weil der natürlich erstmal benutzt wird, um den Stromkreis zu schließen. Und andererseits fungiert er eben auch noch als eine Sicherung. Und zwar diese Sicherung ist notwendig bei einer Konversion, weil die Gefahr besteht, dass wenn Sie eine Konversion bei einer Leuchte vorgenommen haben und ein Laie oder irgendeiner, der rumläuft und sagt, ach, da ist eine Lampe ausgefallen, ich habe doch noch was, und schaut in ihrem Lager, findet irgendeine alte Fluoreszen, also eine Leuchtstoffröhre, eine traditionelle, und packt die jetzt da rein, dann würde die Leuchtstoffröhre in dem Moment eben mit einer Netzspannung betrieben werden. Und das kommt dazu, dann passiert es sozusagen, dass die Elektroden dieser Leuchtstoffröhre das Schmelzen anfangen. Das gibt ein unschönes Geräusch, es ist laut und wahrscheinlich ein bisschen auch erschreckend, wenn man so ein Britzeln da hört, und da ist einfach die Gefahr auch, dass jemand dann vielleicht auch von der Leiter runterfällt. Also das ist auf jeden Fall ein Unfallrisiko, ein ziemlich starkes dahinter. Und um das eben zu vermeiden, sichert man sozusagen diesen Kreislauf mit einer Sicherung ab, und die ist natürlich einmal integriert in diesen Starter, den Sie dann einfach tauschen. Also der fungiert dann sozusagen als Sicherung. Das heißt, der wird jetzt erstmal dann die Sicherung auslösen und dann wird gar nichts passieren, auch wenn eine traditionelle Leuchtstofflampe wieder reingesetzt wird. Würde es sozusagen abdecken. Und wenn Sie allerdings eine EVG-Leuchte umrüsten, dann haben Sie ja gar keine Möglichkeit, eine Starter hineinzusetzen. Und hier wirklich bitten wir Sie, dass Sie eben eine Sicherung reinsetzen, und zwar eine 2 Ampere träge Sicherung, einfach um auch hier bei einem Misuse, bei einer Fehlanwendung sicherzustellen, dass hier eben keine Geräuschbildung stattfindet oder irgendein Unfallrisiko passiert. Genau, also das ist ganz wichtig. Gut, also das ist ganz wichtig. Wenn Sie das haben, dann verdrahten Sie bitte auch dementsprechend wie 5a und 5b. Da sieht man jetzt die Schaltpläne, wie man das eben danach umverdrahtet. Genau, haben Sie das dann alles umverdrahtet, den Starter getauscht oder auch diese zusätzliche Feinsicherung mit reingesetzt, dann können Sie natürlich die LED-Tube einsetzen und anschalten.
Jetzt, wie gesagt, haben Sie wirklich eine technische Veränderung vorgenommen und deswegen ist es eigentlich notwendig, also ist es notwendig, dass hier also die ECE-Erklärung für die Leuchtenden ausgestellt wird. Und dazu ist natürlich wichtig, dass Sie ihm diese Normenreihe IEC 60.5, 9.8 eben sicherstellen, dass die ist, also dass sie erfüllt ist. Das ist eine Niederspannungsrichtlinie, EMV, RoS, Ökodesign, also da gehören einige Unterpunkte dazu. Die müssen dann natürlich dementsprechend wieder auch eingehalten werden. Und wenn das fertig ist, dann müssen Sie auch, oder dann ist es ja so, dass Sie jetzt sozusagen der neue Hersteller dieser Leuchte sind. Und somit bringen Sie dann bitte auch Ihren Typenschild auf die Leuchte. Und das alte Typenschild, was drauf ist, das muss unkenntlich gemacht werden, weil eben hier jetzt da keine Haftung mehr besteht. Also Sie müssen das bitte überkleben oder wie auch immer, auf jeden Fall, wie gesagt, das neue Typenschild hineinsetzen. Genau, wir bringen auch in den Röhren, in den LED-Röhren, die Elektromagnetik, also Absolute EM und Universal, haben wir auch noch extra Sticker für Sie dabei liegen und bei der T5 AC Mains auch, wo drin steht, dass es eben eine umgerüstete Leuchte ist. Die können Sie nochmal drüber kleben oder reinkleben, sodass vielleicht auch bei sowas gar nicht passiert, dass jemand da eine fluoreszent reinsetzt. Ja, also das sind so die wichtigsten Sachen, die man eben bei einer Konversion beachten muss. Jetzt schauen wir mal. Und da haben wir jetzt auch noch ein schönes Video für Sie gedreht, wo Sie mal sehen, eigentlich wie schnell das gehen kann. Besonders, wenn man das richtige Hilfsmittel hat. Und das zeige ich Ihnen dann auch nochmal. Hierzu schalte ich die Leuchte aus, ziehe den Stecker und entferne die Leuchtstofflampe aus der Leuchte. Um Ihnen eine sichere und einfache Konversion zu ermöglichen, bietet Ihnen LEDVANCE ein Umrisskit an. Dieses Umrisskit ist erhältlich mit unseren LED-Röhren. Im Umrisskit finden Sie alle notwendigen Materialien, die Sie für die Umverdrahtung benötigen. Das haben wir schon mal vorbereitet, dass Sie das besser sehen können. Genau, man sieht hier, wir haben Montagematerial bei, wir haben Klemmen da, sowie eine Feinsicherung auch für EVG-Leuchten und ein Blankotypenschild. So, dann beginnen wir mit der Umverdrahtung. Hierzu trenne ich zuerst die Sekundärverkabelung vom EVG ab. Und auch die Primärseite. Dann entferne ich das EVG aus der Leuchte. Isoliere die Kabelenden ab. So, jetzt habe ich hier die Verkabelung. Das ist die Verkabelung von der rechten Leuchtenseite, von der linken Leuchtenfassung. Das ist die Primärverkabelung. Ich nehme die Feinsicherung aus dem Umrisskit, kläre die hier einmal mit der Vakuumklemme und verbinde die mit dem L-Leiter. Verbinde die andere Seite wieder mit Hilfe einer Vakuumklemme. Mit der rechten Fassung verbinde ein Kabelende von der rechten Seite mit der linken Seite und verbinde schließlich die linke Seite mit dem N-Leiter. Das Verdrahtungsschema wird hier jetzt angezeigt und das finden Sie auch in unserem Installationsguide auf der Webseite.
Ja, also schaut eigentlich ganz einfach aus. Besonders einfach wird es natürlich, wenn man auch dieses Umrisskit hat. Und das bieten wir Ihnen an. Das besteht, wie gesagt, aus einer Feinsicherung, einem Blankotypenschild. Das Bedarf, bei Bedarf auch bei großen Applikationen oder Anwendungen können wir da Ihnen auch Vordrucke geben, die bereits also ausgefüllt sind. Es hat Montage, Kabelbinder sozusagen und auch Montagepads da, sowie Vakuumklemmen. Und so kann man eine Umverdrahtung circa in 5 Minuten pro Leuchte machen. Und diese, ja, also wirklich relativ schnell. Es gibt dann, wie gesagt, keine Kompatibilitätsprobleme und Sie können dieses Umrisskit immer mit einem Pack, also mit T8 IM oder T5 AC Mains Röhren bestellen. Wir haben sie auch für ein- und für zweiflammige Leuchten. Genau, und dieses Umrisskit wurde auch zusammen entwickelt mit dem TÜV. Also somit gibt es dazu auch eine vom TÜV dementsprechend abgesegnete 1 zu Anleitung, wie das eben geht, somit auch, dass eine Zertifizierung eben dann auch sehr einfach möglich ist. Genau, und hier haben wir noch die Bestellinformationen, oder besser gesagt, ich bestelle nämlich die, was ist drinnen, ja, was Sie eben drin haben in dem Kit, oder sehen Sie das einmal für ein und für zwei flammige Leuchten. Und wie gesagt, das gibt es in Kombination mit T8 und T5 AC Mains. Ja, was gibt es denn noch zu sagen als allgemein technische Hinweise für die Installation oder die Umrüstung mit LED-Tubes? Also ein wichtiger und sehr wichtiger Punkt ist, dass einfach man wissen muss, dass die Betriebstemperaturbereich von LED-Tubes einfach gegenüber den traditionellen Leuchtstofflampen eingeschränkt ist. Das sprich, die sind einfach empfindlicher gegen Wärme. Und somit ist es ganz wichtig, dass man eben, um eine Überhitzung der LED-Röhren zu vermeiden, einfach überprüft, wie warm wird es denn in meiner Applikation. Und dafür haben alle unsere LED-Röhren eben einen TC-Punkt, meistens ist der auf den Endkappen aufgebracht und auch bemaßt im Datenblatt, wo Sie eben, wenn Sie Bedenken haben oder wenn Sie eine geschlossene Leuchte haben oder wie gesagt einen Platz, wo viel Sonneneinstrahlung ist, einfach vielleicht in einem Worst-Case-Situation mal schauen können, wie heiß wird es denn da drinnen, wie warm wird die LED-Röhre, gibt es ein Problem oder nicht? Und das können Sie natürlich dann überprüfen mit den technischen Daten im Datenblatt. Genau. Oder auch, wie auch im Video gesagt, wir haben auch eine schöne Installationsanleitung bei uns im Netz, wo Sie auch alle möglichen Schritt-für-Schritt-Anwendungen zu den Themen finden. Dann ist noch dazu zu sagen, dass auch die Thematik mit der Sicherungsautomaten-Thematik, natürlich kann es sein, dass die LED-Röhren eine andere Anzahl haben an Sicherungsautomaten wie die verbauten EVGs oder KVGs, gerade auch bei einer Konversion. Bitte schauen Sie genau nach im Datenblatt, wie viel denn noch erlaubt sind, also wie viel können Sie an die verschiedenen Sicherungsautomaten dran setzen, ab wann wird es kritisch. Und auch ganz wichtig, generell sollten Sie immer, um den Powerfaktor zu verbessern, wenn Sie eine KVG oder VVG Leuchte haben, auf jeden Fall den Kompensationskondensator entfernen. Den brauchen Sie wirklich nicht, da zahlen Sie sozusagen nur drauf. Ja. Gut, Checkliste. Was haben wir jetzt heute gelernt? Wir können umrüsten, wir müssen umrüsten teilweise, aber wenn wir umrüsten, dann ist es wichtig, dass wir das richtig tun, dass wir hier mit gutem Gewissen und mit einer richtigen Anleitung diese Umrüstung vornehmen. Und wieso? Weil ja, wie gesagt, es gibt ein Ende der T5 und T8 Leuchtstoffröhre. Es ist bald, es ist am 24. August 2023, also es rennt auf uns zu. Wir brauchen Lösungen, ja. Und was wirklich sehr gut ist, wir haben Lösungen für Sie. Also wir haben in allen Bereichen, auch die wir Ihnen vorher gezeigt haben, Lösungen. Wir bieten Ihnen natürlich Retrofit-Konversionstubes an. Wir haben auch LED-Leuchten in unserem Portfolio, auch mit austauschbaren Lichtquellen. Also wir haben für Sie ein Rundumpaket, um Ihnen hier einfach die Hilfestellung zu geben, dass Sie umrüsten können. Genau, für KVG und EVG-Leuchten, wie gesagt, ist es sehr kostengünstig und schnell durch ein Retrofit möglich, ja, wenn die Kompatibilität stimmt beim EVG, wirklich nie vergessen, ganz ein wichtiges Thema. Und dann haben Sie natürlich auch noch die CE-Erklärung, weil Sie eben keine bauliche Veränderung der Leuchte durchnehmen. Alternativ, aus gewissen Gründen, entweder wie gesagt, keine Kompatibilität, Material sehr alt, oder Sie möchten hier Ihre Effizienzen haben, also noch mehr Energieeinsparungen haben, dann können Sie natürlich auch eine Konversion machen. Am besten halt mit einem Umrisskit oder halt, das geht relativ schnell, da haben Sie alles gleich dabei. Und ja, dann brauchen Sie eine neue CE-Erklärung.
Wenn Sie umrüsten mit LED-Tubes, dann gibt es auf jeden Fall also bei der Konversion eine extreme, also eine sehr starke Energieeinsparnis. Und zwar bis zu 60% wird es bei Konversion schon erzielt. Wenn Sie andere Systeme haben, wo Sie noch irgendwelche Sensoren mit haben, dann kommen Sie sogar noch weit drüber. Aber bei einer Konversionslösung zum Beispiel wirklich bis zu 60% Energieeinsparung, weil eben genau alle auch Verluste, die im KVG oder EVG auftreten, sowieso dann auch nicht mehr vorhanden sind, weil es ist nicht mehr im Schaltdiagramm mit dabei. Ja, und durch diese sehr hohe Energieeinsparnis haben Sie natürlich auch eine sehr schnelle Amortisation Ihrer Lösung. Und zwar beginnt die schon bereits ab 3 Monaten, kann es sein, dass sich eine Konversionslösung bei Ihnen schon rechnet. Natürlich hängt diese Amortisation immer davon ab, wie viele Betriebsstunden die Leuchten, also die Lampen brennen. Und natürlich auch zu welchen Kosten, Stromkosten oder auch zu welchen Preisen Sie die dann gekauft haben. Aber man sagt, um die 3 Monate haben Sie schon eine Amortisation, wenn Sie eine Konversionslösung wählen. Ja, und da ja immer sehr viel Unsicherheit im Markt ist, möchte ich auch noch mal kurz einen Verweis machen. Und zwar gibt es von ZVEI ein wunderschönes Dokument, das heißt Hinweise zum Einsatz von LED-Lampen als Alternative zu zweiseitig gesockelten Leuchtstofflampen in Leuchten. Ja, das wurde vom Fachverband Licht veröffentlicht. Hier finden Sie auch noch mal alle Informationen rund um Retrofit und Konversion, auf was man zu achten hat, sehr schön kompakt zusammengestellt. Zur Übersicht, kann ich nur empfehlen. Ja, ich bleibe nochmal auf der vorigen Folie. Dann wären wir auch am Ende von der Präsentation und ich würde jetzt wieder übergeben an die Katja. Vielen lieben Dank. Ja, ein herzliches Dankeschön gebührt dir, liebe Diana, für deinen kompakten Überblick zur Konversion. Also ich hoffe, dass wir hier, wie versprochen, alle Fragen oder vielleicht auch mögliche Missverständnisse zu diesem Thema mal ausräumen konnten und Sie nun gegebenenfalls auch zu einem Perspektivwechsel motiviert haben. Ja, und dann richte ich dann mal meinen Blick zur Chatbox und hier kann ich dann auch schon einige Beiträge Ihrerseits dann auch entdecken. Bei der ersten Frage hat mein Kollege der Martin Riedl auch schon eine Antwort in den Chat reingestellt, aber das würde ich vielleicht trotzdem sehr gerne noch einmal für die gesamte Community vielleicht hier noch einmal wiederholen wollen. Und zwar die Frage lautete hier, hat ein in der Leuchte verbleibendes Vorschaltgerät, egal welcher Art, nicht immer den Nachteil von Verlusten? Ja, vielleicht nochmal kurz, ich habe es geschrieben, also im Retrofit-Fall, also wenn EVG oder KVG in der Leuchte bleibt, sie nicht unverdrahten, fallen am jeweiligen Vorschaltgerät Verlustleistung ab. Die Höhe der Verluste, die ist abhängig von der jeweiligen Kombination. Also beim KVG kann man so als Faustregel sagen, KVG mit einer LED-Tube-Retrofit-Fall ist ungefähr 1 Watt pro Brennstelle und beim EVG kann das ist die Streuung ein bisschen größer, kann es so von 1 bis ca. 5 Watt gehen, so über den Daumen. Also das ist so der typische Bereich. Und wie gesagt, das ist eben auch ein Vorteil der Konversionslösung, dass man eben durch den Umbau jegliche Verluste vermeidet. Das heißt, sie haben wirklich nur die Leistung, die auf der Lampe steht, was sie verbrauchen. Wunderbar, danke dir noch einmal. Ja, dann die nächste Frage. Können Sie noch mal darstellen, was auf dem Typenschild eingetragen werden muss? Da war, glaube ich, in der Präsentation ein Mustertypenschild. Nur vielleicht so viel, Sie sehen ja das bestehende Typenschild. Und da muss im Prinzip das, was da draufsteht, also das heißt, es muss der Name des Herstellers, der ist eben dann nicht mehr Siteco, Trilux oder wer auch immer, sondern das ist dann eben derjenige, der den Umbau gemacht hat. Das heißt, da steht dann halt eben Elektro, ich weiß nicht wer, Meyer, Huber, wer auch immer, mit Adressangabe, dann muss das CE-Zeichen drauf, dann muss die durchgestrichene Mülltonne drauf sein, dann muss die Leistungsaufnahme, gut, das richtet sich dann eben nach der Lampe, die Sie eingesetzt haben. Da können Sie aber auch hinschreiben, maximal 30 Watt, dann können Sie LED-Röhren bis zu 30 Watt einsetzen, als Beispiel. Und ja, das ist es im Wesentlichen. Also das ist das, was eben geändert werden muss, weil das ja zum vorherigen nicht passt. Und Sie müssen einen der Leuchte einen Namen geben. Da sind Sie aber völlig frei, ob Sie da den Namen Ihrer Tochter, Ihrer Frau, Ihrer
Fantasienamen oder einfach nur eine Zahlen-Buchstaben-Kombination hinschreiben, das ist völlig egal. Das dient nur der Identifikation. Und hilfreich ist auch, wenn Sie irgendein Datum hinschreiben, dass Sie das irgendwie das Projekt dann zuordnen können. Das denke ich auch für Sie, wenn der Kunde auf Sie zukommt, hilfreich, dass Sie das irgendwie einordnen können, wann und wie das war. Wunderbar. Ja, dann ist hier auch das, oder es besteht das Interesse an dem ZVEI-Papier. Wir haben im Handout hier dann auch schon, weil wir damit gerechnet haben, diesen Link auch schon mit eingebaut. Also Sie werden auf jeden Fall über das Handout dann später dann auch zu dieser Unterlage dann auch gelangen. Ich habe den Link jetzt gerade auch nochmal in den Chat gestellt. Mhm. Also können Sie auch hier raus kopieren oder aus dem Handout, wie gesagt, ist auch drin. Entschuldigung. Na, super, das ist Teamwork. Dann ist die Frage, besteht die Möglichkeit, über die Teilnahme ein Teilnahmezertifikat zu erhalten? Also für das Elektrohandwerk ist das tatsächlich so dann auch vorgesehen. Da hat man ja dann auch, ich switche hier dann auch schon mal rüber, also das Elektrohandwerk hat ja die Möglichkeit, hier auch entsprechende Qualifizierungspunkte dann auch zu sammeln. Und da gibt es dann entsprechende Rahmenbedingungen. Wenn die dann eben auch eingehalten sind, können dann auch entsprechende Zertifikate auch ausgestellt werden. Wenn Sie aber darüber hinausgehend jetzt ein Teilnehmerzertifikat gerne haben möchten, würde ich mich da freuen, wenn Sie sich im Nachgang vielleicht dann noch einmal an mich richten würden, an k.wich@ledvance.com. Dann werden wir da sicherlich auch individuell eine Lösung nochmal für Sie finden. Ja, dann nochmal zu den Fragen. Wie kann eine lichttechnische Bewertung der LED-Tube gegenüber der Leuchtstoffröhre erfolgen? Gut, das geht ein bisschen davon, welchen Aufwand Sie betreiben wollen. Am einfachsten, nach meinem Verständnis, geht es, weil in der Norm ist gefordert die Beleuchtungsstärke. Also das heißt, der Luxwert auf der zu beleuchtenden Arbeitsfläche. Das heißt, Sie legen sich ein Luxmeter zu oder ganz einfach gibt es auch Apps fürs Handy, wo man, ja, das ist natürlich kein überwachtes Leuchtmittel und kein kalibriertes Leuchtmittel, aber ich denke, für den Wert festzustellen, ob welcher Region Sie sich bewegen, ist es oft ausreichend. Das heißt, Sie messen auf der zu beleuchtenden Fläche dieses Beleuchtungsstärkeniveau, können Sie vorher machen, können Sie dann hinterher, wenn Sie die LED-Röhre eingesetzt haben, machen und können das dann mit dem in der Norm geforderten Wert vergleichen. Wie gesagt, wir haben solche Untersuchungen auch gemacht bei Kunden, auch bei sehr kritischen Kunden aus der Automobilindustrie zum Beispiel, haben wir einen Musterversuch gemacht. Hatten wir, das waren eine einfache Balkenleuchte, waren vorher Leuchtstofflampen drin, haben wir mit neuen Leuchtstofflampen diese Halle komplett abgemessen in einem Raster 1x1, haben dann die LED Substitute EM eingesetzt, haben das nochmal abgemessen in dem Raster und haben festgestellt, dass man bei diesem Leuchtentyp, hängt ein bisschen vom Leuchtentyp ab, aber das war jetzt eine einfache Balkenleuchte ohne irgendwelche Reflektoren, Spiegel oder sonst was, haben wir eine Erhöhung des Beleuchtungsstärkeniveaus von über 10% erreicht. Deshalb bin ich mir ziemlich sicher, dass in allermeisten Fällen wird es ähnlich ausschauen. Ich hoffe, das genügt als Antwort. Sonst, wie gesagt, wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie auch gerne hinterher auf Ihren LEDVANCE-Ansprechpartner zugehen. Ja, dann geht's zur nächsten Frage. Wie kommt man nach der Konversion an eine neue CE-Erklärung? Also die CE-Erklärung, die nennt sich ja auch Herstellererklärung. Also das heißt, die CE-Erklärung muss final immer von dem ausgestellt werden, der den Umbau gemacht hat, also der Hersteller des Produkts ist. Sie können sich hier aber natürlich Unterstützung holen von zum Beispiel TÜV, DEKRA und so weiter. Wenn Sie sagen, ich habe jetzt die Leuchte umgebaut, bin mir nicht sicher, ob ich die Niederspannungsrichtlinie, also sprich die Sicherheitsnorm für die Leuchte einhalte, ob die Leuchte jetzt sicher ist, dann können Sie die zur Prüfung zu einem Prüfinstitut geben. Dann führen die Prüfung durch, bestätigen Ihnen, dass die sicher ist und dann können Sie und die Norm einhält und dann können Sie basierend auf dem die CE-Erklärung ausstellen. Also dass Sie die CE-Erklärung ausstellen, müssen Sie aber trotzdem immer, weil das
ist, weil es eben eine Herstellererklärung ist. Das kann Ihnen niemand abnehmen, weil Sie sind der Hersteller, wenn Sie die Änderung gemacht haben. Aber Sie haben dann ja die Dokumentation, dass es jemand anders bestätigt hat, dass Sie die Arbeit richtig gemacht haben. Wenn Sie, wie gesagt, wenn Sie nicht sicher sind, ob das so ist. Ansonsten, wenn Sie sagen, Sie machen das, ich bin mir sicher, dass das passt, können Sie das auch ohne TÜV oder sonst jemand machen. Wunderbar, danke dir. Dann gehen wir mal weiter zur nächsten Frage. Muss ich eine neue Beleuchtungsberechnung machen oder wird das Leuchtmittel 1:1 ersetzt? Ja, das geht ein bisschen in die Richtung von dem, was wir vorhin hatten als Frage. Es ist nicht 1:1, weil die Abstrahlcharakteristik der LED-Röhre eine andere ist, als es von der Leuchtstofflampe war und auch der Lichtstrom nicht ganz identisch ist. Also von daher, wenn man eine exakte Berechnung machen will, also so mit Dialux und sowas, dann müsste man mit den entsprechenden Eulum-Dat-Files die Dialux-Planung durchführen. Die sind auf unserer Website unter den Datenblättern für alle Tubes sozusagen erhältlich, diese Files. Danke. Genau. Dann kam noch eine Frage zu der Norm. Sind die Prüfpunkte nach Norm umfangreich, beziehungsweise gibt es eine Checkliste dazu? Ich habe jetzt keine Checkliste erstellt. Norm muss man sich eigentlich kaufen, weil die nicht frei zugänglich sind. Aber es geht in der Sicherheitsnorm, geht's darum, dass zum Beispiel, also, dass Sie ganz trivial, wenn Sie das Ding in Betrieb haben, dass keine Gefährdung davon ausgeht. Das ist mal die grundlegende Idee. Also, das heißt, wenn Sie das Gehäuse anlagern, dass Sie keinen Stromschlag kriegen. Das ist ganz pauschal. Das wird auch geprüft. Das ist auch ein wichtiger Punkt in der Norm. Dann, dass Luft- und Kriegsstrecken eingehalten werden, also das, was auch dann dazu führen würde, dass Sie Stromschlag kriegen könnten. Dann gibt es noch irgendwelche Tests am Gehäuse, die aber eigentlich nicht notwendig sind, weil Sie das Gehäuse ja außen gar nicht verändert haben. Also da können Sie dann auch eine Risikoabschätzung machen und sagen, das habe ich nicht verändert. Also von außen ist das Gehäuse nach wie vor so, wie es vorher war. Da hat sich nichts geändert zu dem Stand vorher. Das Gleiche ist es ja auch, wenn Sie, hat ja die Kollegin gerade im Vortrag erwähnt, CE ist nicht nur Widerspannungsrichtlinie, also Sicherheit, ist auch zum Beispiel RHS, also Beinhaltung von gefährlichen Stoffen. Da Sie aus der Leuchte was rausnehmen, da ich nichts Neues hinzufügen, außer vielleicht ein paar Klemmen oder ein Kabel oder sowas, sind Sie da auch fein raus, können Sie auch sagen, Risikoanalyse. Ich habe in die Leuchte sicher keinen Gefahrstoff reingebracht. Also können Sie auch einen Haken dahinter machen. EMV-Richtlinie wird auch unkritisch sein, weil die Lampe erfüllt. Das können wir Ihnen bestätigen. Und also, wenn Sie das direkt an Direktspannung betreiben, ist da sonst kein anderes Teil im Kreis, das irgendwie EMV-technisch kritisch sein könnte. Also können Sie auch einen Haken dahinter machen. Also die Checklist, es geht im Prinzip geht's darum, dass Sie das sicher verkabelt haben. Das ist der wichtigste Punkt und da müssen Sie sich sicher sein und dafür müssen Sie auch gerade stehen. Das ist der Punkt. Das ist ganz einfach gesagt. Aber ich sage, Sie können gerne in der entsprechenden Leuchtennorm nachlesen, können sich die kaufen, dass Sie, wenn Sie ganz sicher sein wollen, sollten Sie sich natürlich auch ganz sicher sein, weil Sie ja immerhin da unterschreiben, dass Sie das richtig gemacht haben. Die nächste Frage war dann, betrifft das auch Sicherheitsbeleuchtungen? Ja, Sicherheitsbeleuchtung, da kommen noch ein paar Punkte dazu. Also bei Sicherheitsbeleuchtung, es gibt ja diese Normenfamilie für die Leuchten. Da gibt es dann insgesamt, glaube ich, 25 Unternormen. Da ist die 2-22 Unternorm, die ist für Sicherheitsbeleuchtungen. Da kommen noch ein paar zusätzliche Anforderungen dazu, weil die Sicherheitsbeleuchtung, die muss ja dann
geht es darum, dass die schnell genug umschaltet, in Betrieb geht, dass die auch eine gewisse Zeit bei erhöhter Temperatur funktioniert und dass die auch im Notbetriebsfall ausreichend Licht macht. Aber ich sage, das geht ein bisschen über die normale Konversion hinaus. Aber deshalb sage ich, ist es nicht ganz 1:1, aber prinzipiell ist es auch da möglich. Aber wie gesagt, da bitte nochmal in der speziellen Norm nachschauen. Okay. Weil da geht es ja dann darum, dass dann im Notfall wird er dann die Leuchte normal mit einer Batterie versorgt. Zentralbatterie ist eigentlich das Einfachste, aber prinzipiell könnte man es ja auch anders machen. Das geht dann in Konversionsfall jetzt mit unseren EM-Lampen, aber ist das schwierig, weil sie ja dann die Batterie in der Lampe haben und dann haben sie eigentlich keinen Konversionsfall in dem Sinne. Aber kann es, wie gesagt, auch, wenn es im Detail Probleme gibt, kommen es auf Ihren LEDwands-Ansprechpartner zu und dann können wir das auch detailliert besprechen. Dann kamen zwei Fragen in puncto Lichtfarbe rein. Und zwar das eine war, ich habe Probleme mit der Lichtfarbe 830. Der Farbton passt bei LEDs nicht. Was mache ich in Zukunft? Beziehungsweise kaufe ich die falschen LED-Röhren? Das ist eine sehr individuelle Frage. Also normalerweise die Farbe 830, da gibt es definierte Farborte, die als Farbe 830 gelten, also wo die Lichtfarbe 3000 Kelvin ist, als ähnlichste Farbtemperatur. Weiß ich jetzt nicht genau, was das Problem ist, weil eigentlich liegt der LED 830er Farbort mit dem 830er Farbort der Leuchtstofflampe, also bei unseren Produkten, nicht so weit auseinander, dass ich da Probleme sehe. Aber wie gesagt, kann sein, dass ein anderer Hersteller da andere Farben bei 830 hat. Das weiß ich aber nicht im Detail alles. Okay, also da könnte man ja mal vorschlagen. Da könnte man dann auch vielleicht im Zweifelsfall nochmal nachfragen. Dann könnte man genau die Farborte vergleichen, wo man liegt. Aber wir bieten eine Farbe 830 an. Also da wäre jetzt dann einfach mal unser Vorschlag, kommen Sie auf Ihren Netzwerksansprechpartner zu und wir werden es auf jeden Fall dann in Erfahrung bringen und gerne für Sie dann auch klären. Dann die nächste Frage und zwar, gibt es das Umrüstkit auch in der Lichtfarbe 865 oder nur in 840? Das Umrüstkit gilt für jede Farbe, weil die Lichtfarbe nur von der Lampe abhängt und das Umrüstkit sind ja nur... Vielleicht kann man es nochmal zeigen, sind ja nur die Verbinder und die Sicherung und da ist es genau, das sind nur die Vakuumklemmen, die Kabelbinder mit den Schellen, damit sie hinterher noch ein bisschen aufräumen können. Da hat das Video ein bisschen früh ausgeblendet und das Typenschild und die Feinsicherung. Also da beeinflusst nichts die Farbtemperatur, können Sie für jede Farbtemperatur verwenden. Die nächste Frage ist dann, wie mache ich dann eine Lichtberechnung mit einer LED-Tube mit einer vorhandenen Leuchte, wenn die Leuchte nie mit einer Tube vermessen wurde? Ja, das ist wieder eine gute Frage. Wie gesagt, die Eulom-Dats, die wir auf der Internetseite haben, die sind für die nackte Lampe. Also das heißt, die funktionieren sehr gut für eine normale Balkenleuchte. Wenn Sie eine kompliziertere Leuchte haben, müsste man die Leuchte vermessen im Goniometer, um ein neues Eulom-Dat-File zu erzeugen. Und dann könnte man das exakt vergleichen. Also solche Messungen kann man durchführen, kann man auch bei TÜV etc., wie sie alle heißen, machen gerne solche Messungen. Ist allerdings ein gewisser Aufwand, weiß ich jetzt nicht, ob sie das für jedes Projekt lohnt, aber sie werden auch nicht für jedes Projekt eine vollständige Lichtplanung mit Dialogs machen müssen. Aber in dem Fall müsste man dann halt, also wie gesagt, können Sie auch auf uns zukommen. Wir haben auch für einige Leuchten haben wir auch Messungen, aber wie gesagt, wahrscheinlich nicht für die, die sie gerade im Projekt haben, fürchte ich. Aber wie gesagt, solche speziellen Fragen, wie die Kollegin schon gesagt hat, immer auf ihren LEDwands-Ansprechpartner zukommen. Dann können wir schauen, ob wir eine Lösung finden, wie wir das machen können. Genau. Ja, die nächste Frage wäre dann, sind die LED-Tubes auch gleichstromtauglich oder was ist hier zu beachten? Ja, also die Substitube-EM-Typen, also die für die Konversion, die standardmäßig geeignet sind, die sind gleichstromtauglich von
Diana, hilf mir, ich glaube 185 Volt bis 260 Volt Gleichstrom. Das heißt für Zentralbatterie geeignet. Zentralbatterie geeignet, ja. Die Universal sind es nicht. Das sind also nur die EM-Typen derzeit dafür geeignet. Dann muss man für Selbsterstellung einer CE-Erklärung ein konzessioniertes Elektrounternehmen sein oder darf ich das als Betreiber mit ausgebildeten Hauselektriker auch? Also es werden keine Anforderungen in der Richtlinie an denjenigen gestellt, der die CE-Erklärung ausstellt. Er muss sie nur richtig ausgestellt haben, weil im Zweifelsfall, wie gesagt, wird dann diese Risikoanalyse nachgefragt oder eben, wenn Messungen notwendig wären, ob die gemacht wurden. Aber wer die gemacht hat, das ist nicht der Fall. Und Nachprüfungen der CE-Erklärung sind jetzt nicht, kommen nicht so häufig vor, weil das macht die Marktaufsicht und die ist meistens nicht so tief an dieser Stelle aktiv. Aber das ist jetzt nur ein Kommentar am Rande. Dann haben wir noch mal eine Frage zu dem ZVEI-Papier. Und zwar der ZVEI schreibt dazu, eine Umrüstung sollte nicht bei Leuchten für Sonderanwendungen, zum Beispiel bei Notleuchten, in Betracht gezogen werden, da hier technische Spezialanforderungen einzuhalten sind. Ja, das ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass für die Sonderleuchten, da gibt es eben diese Unternormen zu den Leuchtennormen. Wie gesagt, bei der Notbeleuchtung ist es die 2-22 Unternorm, 26987. Und dann die auch nochmal 20, 30 Seiten stark ist. Und da stehen halt da diese Sonderanforderungen drin. Die kann man prinzipiell erfüllen. Wie gesagt, haben wir auch schon in Projekten gemacht. Aber ist natürlich ein zusätzlicher Aufwand und deshalb sagt der ZVI, im allgemeinen Fall ist es jetzt nicht unbedingt zu empfehlen, weil eben jetzt ein großer Zusatzaufwand oder ein gewisser Zusatzaufwand notwendig ist. Es ist nicht unmöglich, aber es sind noch Zusatzanforderungen, die da im Schreiben technische Spezialanforderungen einzuhalten sind und das muss eben dann nochmal gesondert getestet werden. Wunderbar. Dann vielen Dank mal an der Stelle. Also das waren jetzt soweit mal zum aktuellen Zeitpunkt in der Chatbox die Fragen. Dann würde ich sehr gerne dann noch in ein kurzes Blitzlicht wechseln wollen. Eine kleine Feedbackrunde dann an der Stelle an Sie. Und zwar mit der Aussage, dieses Online-Seminar hat mir einen Mehrwert für die Zeit gebracht, die ich für die Teilnahme aufgewendet habe. Es sollte nun eine Box auf Ihrem Bildschirm erscheinen mit genau dieser Aussage und eben dann auch verschiedenen Antwortmöglichkeiten. Und da bitte ich Sie dann das Zutreffende bitte dann anzuklicken. Und natürlich ist diese Befragung ganz anonym, also scheuen Sie sich nicht, Ihre Meinung mit uns dann auch zu teilen. Und parallel möchten wir hier noch einen Überblick zu den vergangenen Online-Seminaren dann auch nochmal geben. Also rund um das Ende der Leuchtstofflampe bestand ja jetzt dann eine sehr breite Seminarreihe mit den vielseitigsten Themenblöcken und vielleicht haben Sie ja auch an dem einen oder anderen Termin schon teilgenommen. Und alle Seminare wurden auf jeden Fall aufgezeichnet und stehen gemeinsam mit den Unterlagen für Sie im LEDVANCE Training Center zur Verfügung. Und zudem finden Sie auch alle Aufzeichnungen auf YouTube. Das haben wir alles hochgeladen. Und die jeweiligen Links sind hier in dem Handout dann auch eingebettet, sodass Sie alle Themeninhalte im Nachgang kompakt beieinander haben. Und wie ich es jetzt vorhin ja auch schon mal gesagt habe, hier rechts noch einmal auf der Folie nochmal der Hinweis, dass das Elektrohandwerk die Möglichkeit ja hatte, mit den Advanced Online-Seminaren wertvolle Qualifizierungspunkte auch zu sammeln. Und jetzt dann eben nach Abschluss der Seminarreihe werden wir die jeweiligen Teilnahmen dann zusammenfassen und individuell auf die Teilnehmer mit einem Zertifikat gemäß der Bedingungen vom ZVEH dann eben dann auch auf die Teilnehmer dann auch zukommen.
Gut, dann schließe ich nun mal die erste Umfrage in 3, 2, 1 geschlossen und würde dann als zweites noch sehr gerne erfahren wollen, ob Ihre Erwartung an unser heutiges Online-Seminar denn auch erfüllt wurde. Also auch hier erscheint nochmals eine Box auf Ihrem Bildschirm. Und wir hoffen, dass wir für Sie die wesentlichen Kernaspekte zur Umrüstung einer konventionellen Beleuchtungsanlage auf LED verständlich transportiert haben. Wenn Sie aber dann dennoch noch etwas vermisst haben sollten, dann stellen Sie Ihre Fragen gerne dann nochmal in die Chatbox. Aber gerne können Sie natürlich auch im Nachgang auf uns zukommen. Und ja, mit dem heutigen Seminar endet dann auch zunächst einmal die aktuelle Online-Seminarreihe und wir gehen in die Sommerpause. Doch im Herbst werden wir ein neues Programm auf jeden Fall wieder an den Start bringen und kommen da dann auch sehr gerne dann auch wieder auf Sie zu. Ja, und in der Zwischenzeit würden wir uns sehr freuen, Sie auch persönlich dann auch zu treffen. Und wir sind führend bei nachhaltigen Lichtlösungen und werden auf jeden Fall auch an der Light in Building in diesem Jahr auch teilnehmen. Und diese findet ja jetzt dann dieses Jahr am 2. bis 6. Oktober auf der Messe Frankfurt dann auch statt. Und ganz neu werden Sie uns in der Halle 3.0 mit einem brandneuen 500 Quadratmeter Stand auch antreffen. Und viele Neuerungen werden wir auf jeden Fall für Sie bereithalten. Und natürlich auch einige nachhaltige Lösungen werden dabei sein. Genau. Und dann schließe ich nun auch die zweite Umfrage in 3, 2, 1 geschlossen und sage vielen Dank dann an Sie und für Ihr Feedback. Bedanken wir uns dann für heute bei Ihnen fürs Einschalten und wünschen Ihnen einen schönen restlichen Tag.